Ich erzähle euch die Geschichte meiner kleinen Schwester. Sie ist hier. Sie ist wunderschön. Sie ist irdisch. Und sie ist mein Schützling. Mein schwarzhaariger kleiner Engel mit den langen Fingernägeln, die so weich sind wie Schaumgummi. Und ihre Unterlippe hat sie immer eingesaugt, als wäre sie frustriert, dass sie alles hört und doch nichts sagen kann. Immer nur zuhören. Ihre Seele ist besonders, gehört zu uns, kämpft. Ich weiß, dass sie es schaffen wird. Sie war schon immer eine Kämpferin. Es gab keine Anzeichen für eine Krankheit. Sie war kerngesund, hat gelernt zu lachen, gelernt zu essen, hat gelernt zu sprechen. Sie hatte ein bisschen Schwierigkeiten beim Laufen lernen. Aber eines Tages haben wir ihr kleine rote Gummistiefel gekauft. Und als wir sie ihr angezogen haben, da ist sie einfach losgelaufen. Als wäre sie ihr ganzes Leben lang schon gelaufen. Seit dem Tag macht sie nichts anderes. Sie läuft hin und her und hin und her und wieder hin und wieder her und dann im Kreis und dann wieder hin und her. Irgendwann hat sie gelernt, Trampolin zu springen. Zwar nie ganz, nie auf den Füßen, aber auf den Knien. Sie stützt sich so ab. Sie federt mit ihren Beinen, bis sie fast schwebt. So viele Sekunden, dass man irgendwie denken würde, dass das gar nicht möglich sei, physikalisch. Vor allem nicht bei so einem kleinen Mädchen mit solchen Einschränkungen. Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal bemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, ich habe es gar nicht bemerken wollen. Ich habe es nicht sehen wollen. Maggie war oft sehr panisch und sehr traurig und hat viel geweint und viel geschrien, hatte Panikattacken, hatte Angst. Aua, hat sie immer gesagt. Sie konnte meinen Namen. Das weiß ich noch. Sie konnte meinen Namen und nach mir rufen. Irgendwann hat sie immer weniger gesprochen. Sie konnte nicht sagen, was los ist. Sie konnte nicht mehr sagen, was sie will. Sie hat aufgehört zu sprechen. Sie hat öfters gezittert. Als wir sie haben testen lassen, war ich fast ein bisschen sauer. Ich dachte mir, so ein gesundes, schönes, kleines, wunderschönes Mädchen. Wieso kann man es nicht einfach sein lassen, wie es ist? Auch wenn es vielleicht nicht in alle Raster passt. Auch wenn sie individuell auf ihre Weise alles macht, was sie machen möchte. Und wenn sie ihre Zeit braucht. Am 30. September 2010. Die Diagnose selber war der Anfang vom Absturz. Danach wurde es ziemlich dunkel. Ja, es ist eine Welt zusammengebrochen. Das wollte man nicht wahrhaben, aber ja. Und vorher war man halt unsicher, was ist los mit ihr, was passiert hat, dass irgendwas nicht stimmt, war ja klar, was es ist. Ja. Ging uns hier eine ganze Weile überhaupt nicht gut. Das ist ja überhaupt nicht arbeitsfähig. Da gab es ja schon erstmal ordentlich was zu verarbeiten.
Und als dann die Diagnose kam, war alles ganz anders. Es war irgendwie, als hätte das Leben meiner kleinen Schwester und somit auch mir und meiner Mutter alles geschenkt, um es dann wieder zu nehmen. Ein bisschen so, als würde man dem Kind Schokolade hinhalten und es dann immer wieder wegziehen. Groß. Mit einem gesunden Körper. Maggie hat dann irgendwann ganz verlernt zu sprechen. Und greifen kann sie auch nicht mehr. Sie spielt überhaupt nicht. Sie kann nicht spielen. Sie kann sich nicht konzentrieren. Sie geht in den Kindergarten. Und oft überlege ich mir, was sie wohl denkt, wenn sie die anderen Kinder sieht. Ob sie sich manchmal denkt, wieso sie anders ist. Wieso sie nicht sprechen kann. Wieso sie nicht lesen kann. Wieso sie nicht streiten kann. Wieso sie sich nicht wehren kann, wenn ihr jemand was tut. Also das Rett-Syndrom ist eine Erkrankung, die vorwiegend bei Mädchen auftritt. Die Kinder sind anfangs normal entwickelt und im Alter von 7 bis 18 Monaten kommt es dann zu einer Entwicklungsregression. Und die Kinder verlieren dann die sprachlichen Fähigkeiten und auch die Handfunktion. Das nennt man eine Apraxie. Und sie entwickeln dann sogenannte Hand-Mund-Stereotypien, das heißt so waschende, knetende Handbewegungen oder auch Kauen auf den Fingern. Viele Kinder knirschen auch mit den Zähnen. Manche Mädchen entwickeln dann auch eine Epilepsie, häufig auch dann Auffälligkeiten in der Atmung mit einer vertieften und schnelleren Atmung. Und haben deutliche Schlafstörungen und dann auch eben auch Probleme mit Unruhephasen, Schreiphasen. Gerade in Zeiten, wo sozusagen Entwicklungsrückschritte passieren, sind die Kinder oft sehr irritabel, weil sie wahrscheinlich auch irgendwie spüren, dass da irgendwas vor sich geht, was sie auch beunruhigt. Und dann gibt es wieder Phasen, wo die Entwicklung stillsteht oder wo auch nochmal leichte Entwicklungsfortschritte gemacht werden können. Im Verlauf kann es auch eben zu einer Bewegungsstörung kommen. Das heißt, die Kinder werden ataktisch, haben einen schwankenden, pendelnden Gang, manchmal auch Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht oder auch wissen nicht mehr, wie man eine Treppe zum Beispiel bewältigt. Auch wieder dieses sozusagen Apraktische dabei, wie plane ich eine Bewegung. Und bei manchen Mädchen tritt dann auch tatsächlich eine schwerere Bewegungsstörung auf im Sinne von einer Spastik, sodass sie dann auch rollstuhlpflichtig werden können. Also die Miriam war so weit, ist ja nicht ungewöhnlich mit einem Jahr, dass sie zum Regal gerobbt ist, dass sie sich Spielzeug rausgeholt hat, dass sie selber in einem Buch geblättert hat, sich selber beschäftigt hat. Und das war fantastisch. Aber das Glück, das hat nur ganz kurz gedauert. Und dann ist sie langsamer geworden in der Rockung, hat ihre Hände nicht mehr benutzen können. Die Sprachentwicklung hat aufgehört. Friederike hat von einem auf den nächsten Tag aufgehört zu sprechen. Als sie etwa eineinhalb Jahre alt war, haben wir die Diagnose bekommen. Ja, das war ganz dumm, gell? Ja. Und dann wurde Friederike in der Zeit auch noch autistisch. Das heißt, wir kamen an sie gar nicht mehr ran. Sie saß den ganzen Tag im Zimmer und hat das gleiche Buch geblättert. Und sie war so in ihrer Welt, dass wir sogar dachten, sie wäre gehörlos, weil sie auch auf gar keine Außengeräusche mehr reagiert hat. Also wir hatten auch einen Schlüssel hinter ihr direkt fallen lassen und es haben nicht mal mehr die Wimpern gezuckt. Also wir dachten, oh Gott sei Dank, sie ist nur gehörlos. Wir hätten uns gefreut, wenn es das gewesen wäre. Aber kurz danach kam dann die Diagnose.
Ursächlich ist eine Mutation im sogenannten MECP2-Gen. Das ist ein Gen, was eine wichtige Funktion hat in der Umsetzung von Genmaterial in bestimmte Proteine, also ein transkriptionsregulierendes Protein. Und das hat eine zentrale Rolle in der Reifung der Nervenzellen und in der Bildung von Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen, sogenannten Synapsen. Das Gen liegt auf dem X-Chromosom und ist eben so zentral, dass es bei Knaben, die ja nur ein X-Chromosom haben, ein sogenannter Letalfaktor ist. Das heißt, diese Knaben sterben intrauterin bereits ab. Deswegen ist es gehäuft bei Mädchen vorhanden. Das ist selten. Also es gehört zu den sogenannten Rare Diseases, die ja jetzt auch in der Presse immer so erwähnt werden. Es hat eine Häufigkeit von etwa 1 zu 10.000 bis 1 zu 15.000. Was mich immer wieder beeindruckt, ist, dass, obwohl ja ursprünglich die Erkrankung mal jetzt vom ICD-10, von unserem Klassifikationssystem her, dem Autismus zugeordnet ist, man ja doch merkt, dass die Kinder sozial sehr interessiert sind. Also intensiv über Blickkontakt kommunizieren und überhaupt interessiert sind an Kommunikation und Interaktion. Und das finde ich immer ganz toll in der Begegnung. Die große Problematik beim Rett-Syndrom ist ja die Regression. Also ich verliere Fähigkeiten, die ich schon erworben habe. Und das Wissen um die Progredienz, also dass das eben weitergehen wird, dass eben weiter Fähigkeiten verloren werden und eben eine schwerwiegende Behinderung auftreten kann. Und das ist eine große Belastung für die Familien, dieses Wissen. Und andere Belastungen für die Familien sind eben diese herausfordernden Verhaltensweisen, wie die Schlafstörungen, Schreien, Unruhe. Und dass man sozusagen permanent tatsächlich auch aufpassen muss auf die Kinder und sie begleiten muss im Alltag. Das ist ausgesprochen kräftezehrend für die Familie. Niederschmettert. Es ist so, als ob es keine Zukunft gäbe. Die Hyperventiliert-Phasen waren sehr stark. Der Rücken ist stark verformt, sodass wir immer Angst haben, dass die Skoliose noch schlimmer wird und wir eben ein Korsett brauchen, was wir ganz schlimm finden. In 23 Stunden in so einem Plastikgestell zu sein, das möchte ich einfach nicht ersparen. Und dazu kommen viele, viele organische und andere Probleme. Also Probleme mit der Verdauung, mit der Atmung, Schlafstörungen, Angstzustände, Schreiattacken, ja, in der Zukunft drohen epileptische Anfälle. Manche kriegen ja Herzrhythmusstörungen, also es ist so eine endlose Liste, was da alles kommen kann. Und ja, alles, was nicht kommt, ist gut. Ja, also Friederike wird, wenn sie einen Anfall hat, auch blau. Ja, sie steht dann, zum Glück fällt sie nicht um. Sie bleibt stehen, aber sie wird halt blau. Und das macht einen nervös, wenn man vor seinem eigenen Kind steht und es wird blau. Ja, da ist man nicht entspannt. Nee. Und wir haben es immer angewiesen, auch Menschen, die es sehr gut mit ihr meinen. Weil sie einfach total hilflos ist. Also sie freut sich unglaublich, wenn andere Kinder spielen und machen und tun und läuft dann auch mit umher. Und, aber sie kann halt nicht aktiv mitmachen. Das finde ich so toll. Ja, und Kinder in einem Alter lassen sich schämen natürlich. Sie kriegen kein Feedback von ihr. Das Spiel verlagert sich in eine andere Richtung auf einmal. Dann steht sie alleine da. Ja, sie ist diejenige, die eigentlich immer dabei steht und, oder nicht steht. Sie ist diejenige, die dabei ist und zuschaut. Die kann halt nicht mitmachen. Kann nicht mitspielen. Einmal hast du schon mit ihr gespielt. Ich habe ihr was gekocht. Du hast ihr was gekocht, aber sie konnte nicht. Das hilft nicht.
nicht dabei sein darf. Oder wenn sie dann plötzlich sie macht halt diese Geräusche, das ist den Kindern natürlich auch gut, was ist das erstmal? Ne? Dann gehen sie erstmal, auch nicht alle, es gibt auch andere Kinder. Ja, das macht einen schon sehr traurig. Also Kinder verbindet man ja damit, dass sie immer mehr aufwachen und sich entfalten und die Welt entdecken und sich entwickeln und dazulernen. Und dann hat man ein Kind vor sich, bei dem genau das Gegenteil der Fall ist. Ja? Das immer mehr aufbaut, das sich immer mehr in sich zurückzieht, das immer mehr verlernt und das dann halt stecken bleibt. Wenn ich dann versuche, die Welt aus den Augen meiner kleinen Schwester zu sehen, dann bricht meine ein bisschen zusammen. Es gibt fast nichts Unfaireres als das Schicksal meiner kleinen Schwester. Und ich würde alles geben, um es irgendwie zu verändern. Irgendwie dieses eine Gen auf dem X-Chromosom wieder funktionsfähig zu machen. Einfach heilen. Und dann stießen wir auf die RET-Forschung. So richtig in Schwung kam die RET-Forschung durch Monica Conrads im Jahre 2008. Monica hatte den gleichen Gedankengang, den ich gerade geäußert habe. Sie hat begriffen, dass die Forschung schon sehr weit ist und dass man eigentlich nur verknüpfen muss, dass man eigentlich nur aufeinander aufmerksam machen muss, dass man intelligente Menschen in Kontakt treten lassen muss und erstmal genau herausfinden muss, was unsere Chancen sind. Jetzt sind wir im Jahre 2018, 10 Jahre später, und durch den Rett Syndrome Research Trust initiiert, werden 4 verschiedene Forschungswege zu einer Heilung für das Rett Syndrom parallel verfolgt, und einer ist so weit, dass er kurz vor der klinischen Studie steht. Ende diesen Jahres bzw. Anfang des nächsten Jahres wird ein Gentherapeutikum zum ersten Mal an Patienten getestet werden. Das heißt, es ist ein Virus, was bestimmte Pathogenitätsfaktoren verloren hat und dafür aber sozusagen als Genfähre dehnen kann. Und so kann man, wenn man dieses Virus präpariert mit diesem Gentherapeutikum, erreichen, dass bestimmte Zellen, für die dieser Vektor eben auch pathogen ist, dass diese Zellen das Genmaterial eingeschleust bekommen von dem Vektor. Das ist also eine sogenannte Genfähre. Ja. Also es gibt einen Forschungsansatz von Adrian Bird und von Steve Kopp an der University of Edinburgh. Könnten Sie uns den ganz einfach versuchen zu beschreiben? Ja, also da muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Wie funktioniert es überhaupt sozusagen, dass wir von dem MECP2-Gen zu einem funktionierenden Protein kommen. Da werden sozusagen die kodierenden Sequenzen der DNA abgelesen und in Form einer sogenannten RNA, das sind so kleine Genschnipsel, die den Code enthalten, aus dem das Protein dann hergestellt wird, über diese RNA dann zur Proteinfabrik der Zelle, dem sogenannten Ribosom, kommt und dort dann das Protein hergestellt wird. Und der Ansatz ist, dass man versucht, über die Zuführung einer gentechnisch hergestellten RNA, die eben die fehlerhaften Exone, also sprich kodierenden Sequenzen der DNA enthält, die in denen typischerweise die Mutation sitzt beim Rett-Syndrom, hat man festgestellt, dass man dann darüber eine Art reparierte RNA generieren kann und dadurch diesen Defekt aufheben kann. Weltweit haben 350.000 Mädchen das Rett-Syndrom und leiden unter den Auswirkungen des Gendefekts.
Wenn 350.000 Mädchen weltweit aus ihren Rollstühlen aufstehen würden und zum ersten Mal laufen würden, auf ihre Mutter zu, auf ihre Geschwister zu, zum ersten Mal auf eigenen Beinen stehen oder eigentlich ja zum zweiten Mal, da sie es beim ersten Mal wieder, die Fähigkeit wieder hergeben mussten. Ich habe das Gefühl, dass die Miriam echt kämpft. Ich glaube, dass sie das, was sie unserer Hoffnung erspürt, dass es nicht immer so bleiben muss. Und ich glaube, dass die Miriam eigentlich, ich glaube, dass die Miriam schwer betroffen ist vom Rett-Syndrom. Da gibt es ja ganz große Unterschiede. Aber sie kämpft trotzdem. Und sie hat so einen starken Willen, irgendwas vorwärts zu bringen, stehen zu üben. Da gibt sie alles. Sie würden zum ersten Mal wieder wissen, dass sie sagen könnten, was sie sagen wollen. Sie würden zum ersten Mal ihre Stimme erheben und mit ihren liebsten Menschen sprechen. Es ist eine faire Kommunikation, es ist ein kleiner Augenkontakt, der aufgebaut wird. Das ist der besondere Blick. Wer bist du denn? Oder was willst du von mir? Manchmal träume ich davon, dass meine Schwester zu mir sagt: Ach Helena, du hast wirklich in den letzten Jahren so einen Scheiß dahergeredet. Sei doch einfach mal still. Jetzt erzähle ich dir mal was. Ich hoffe so sehr, dass es den Tag geben wird, an dem sie wieder mit mir spricht, an dem sie wieder meinen Namen aussprechen kann, an dem sie mir erzählt, was sie in den letzten Jahren gesehen hat, was ihr passiert ist, wie sie sich gefühlt hat, an dem sie beschreibt, wie ihr Körper sie in sich eingesperrt hat. Ich hoffe so sehr, dass dieser Tag kommen wird, an dem 350.000 Mädchen zum ersten Mal sagen, was ihnen passiert ist und ihre Geschichte erzählen. Den Mund aufmachen und sagen, hallo Mama. Ich glaube, bei ganz vielen ist noch nicht angekommen, dass von der Regel 1 zu 1 alles geschieht. Ja, und es ist einfach Unsicherheit. Wie merkst du das, dass sie alles versteht? Sie beweist uns das ganz oft. Aber 350.000 Mädchen sind leider auch sehr wenige. Auf die Nationen verteilt, auf die Länder verteilt, ist die Krankheit so gesehen sehr, sehr, sehr selten. Und von daher ist natürlich die öffentliche Aufmerksamkeit äußerst gering. Und von daher gibt es auch keine staatliche Intention, an einem Heilmittel gegen das Rett-Syndrom zu forschen. Es gibt auch deshalb kein Interesse von großen Pharmaunternehmen an einer Heilung. Von daher fließt auch nicht genug Geld in die Forschung. Und die Forschung, die in den letzten 10 Jahren passiert ist, war hauptsächlich durch Spenden von Familien oder von Liebsten, von Freunden finanziert. Uns verbindet eine Hoffnung, dass es eines Tages diese Krankheit nicht mehr gibt. Wir sind beide davon felsenfest überzeugt, dass es eine Heilung geben wird. Auf jeden Fall ist also eine Verbesserung, Heilung, wie man das nennen will, wird es auf jeden Fall was geben, denke ich. Und die Forschungsansätze verfolgt. Aber es ist auf jeden Fall ein Meilenstein, ein ganz großer Schritt. Ich habe sie als
gesunden Menschen kennengelernt. Sie hat sich verändert. Ja. Dann verändert sie sich eben nochmal, Metamorphose. Da ist sie wieder. Ne? Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann auch nochmal ein Kennenlernen ist. Ja. Ne? Das wird sicher ein Kennenlernen. Ja. Ne? Und sie? Denkt sich wahrscheinlich, ja, ja, ich kenne euch schon. Und ihr werdet mich jetzt kennen. Ne, Mäuschen? Möglicherweise stehen wir kurz vor einem Durchbruch. Tanzen, springen, singen. Ich denke mir immer, ich lerne so viele Menschen kennen mit großem Herzen und mit Großzügigkeit und mit dem Willen, was zu verändern, was besser zu machen, aktiv daran mitzuwirken, die Welt heller zu machen. Das Leben hat mir eine schwerkranke Schwester geschenkt und dann die Chance, genau diese kleine, mir herzallerliebste Schwester wieder von der Krankheit zu befreien und zu heilen. Ja, also das wäre natürlich revolutionär, weil ich dann natürlich bei der Mitteilung dieser schlimmen Diagnose eine Therapieoption anbieten könnte. Im Moment sind wir ja sozusagen damit beschäftigt, lösungsorientiert zu beraten und zu sagen, man kann sozusagen Folgen lindern und kompensieren und Hilfsmittel anzubieten und so weiter. Und da sind wir ja auch sehr engagiert. Aber was natürlich toll wäre, wenn man sozusagen eine Therapie hätte, die da auch im gewissen Sinne ursächlich eingreift. Und wenn man eben früh anfängt, da ja auch zumindest bei anderen Erkrankungen schon gute Erfolge gezeigt hat. Genau, sodass man halt auch dann hoffen kann, dass man eben weitere Fähigkeitsverluste vermeiden kann und vielleicht ja sogar eben auch Verläufe rückgängig machen kann. Das wissen wir jetzt noch nicht. Die Mädchen sind unglaublich. Die Mädchen sind offenherzig und haben wirklich ein Lächeln, das einen im Mark und Bein erschüttert vor Freude. Bei allen von ihnen habe ich gleich empfunden, dass dieses Lächeln mir zeigt, dass sie es wert sind, für sie zu kämpfen. Dass sie es wert sind, geheilt zu werden. Dass sie es wert sind, gehört zu werden.